Wer wird König des Nordens? Das Duell zwischen den Veolia Towers Hamburg in Schwarz gegen die EWE Baskets Oldenburg in Gelb. Hamburg mit 9 Siegen aus den letzten 11 BBL-Spielen. Oldenburg zumindest mal zuletzt gewonnen gegen Göttingen. Rein in die Partie, der Dreier von Meißner fällt. Oldenburg hatte sich eine kleine Führung erspielt mit einem 8:0-Lauf. Hier spektakulär der Abschluss. Crandell mit dem Assist auf Isundo, der viel Spielzeit bekam, weil Akbar Koko sich in der Partie gegen Göttingen verletzte und sich zu den ohnehin schon 5 angeschlagenen Oldenburgern gesellte, die fehlten. Max Di Leo immerhin mal wieder beim Warmspiel mit dabei, er bekam aber keine Spielminuten. Dann der Dreier von Hughes, der am Ende zusammen mit Jever für Hamburg Topscorer war mit 15 Punkten. Ausgleich 21-21 nach dem ersten Viertel. Rein in den zweiten Abschnitt und da übernimmt dann ganz stark mit 8 Punkten in Folge Sean D. Brown Jr., der eine richtig gute Partie macht und die Oldenburger offensiv im Spiel hält. Hier läuft die Zeit langsam ab, der Dreier fällt. 25 Punkte, 10 von 11 aus dem Feld für Sean D. Brown Jr. BBL-Bestleistung für den nachverpflichteten Flügel. Hamburg immer wieder mit schönen, spektakulären Spielzügen, so wie dieser hier. Jeva findet King, der 12 Punkte einstreute, genauso wie Aljami Durham. Hier klasse, einfach der Dunking für King. Hamburg knapp vorne, aber in der Defensive nachlässig. Ogbe mit dem Dunking. Man merkte Oldenburg nicht an, dass sie nur mit einer 8er-Rotation spielten, zumal einer richtig viel Spielzeit bekam auf der Center-Position. Joel Harms, das sind seine allerersten BBL-Punkte und ein kleiner Lauf für die Oldenburger führt dazu, dass sie hier durch diesen Wurf von Gino Crandell, der wieder stark agierte, 16 Punkte, 8 Assists am Ende für den Ex-Göttinger, eine 5-Punkte-Führung zu diesem Zeitpunkt dann für Oldenburg nach einer 8-Punkte-Führung zur Pause. Und wieder wird es spektakulär durch Isundu, der immer wieder einfliegen kann, da verteidigt Hamburg zu nachlässig. Und auch hier nicht aufmerksam genug und dann wird es spektakulär. Len Schormann, der ja in der letzten Saison noch für die Towers spielte, mit dem Stil gegen Hughes, der spekuliert darauf, dass er diesen Ball noch kriegt. Kriegt er aber nicht. Schormann stopft ein. Viel zu selten konnten die Hamburger so gut verteidigen wie in dieser Situation. Ball geht schnell nach vorne, das ist das Hamburger Spiel. Der Dreier von Brauner fällt, aber es reicht nicht gegen sehr gute EWE Baskets, die mit Dwayne Russell mit seinen 16 Punkten und 6 Assists, genauso wie Crandell mit 16 und 8, extrem gute Hilfe bekamen. Und hier sehen wir einen der Assists von Dwayne Russell. Wieder mal ist es Isundo mit 10 Punkten und 6 Rebounds. Sehr solide, spielte lange mit 3 Fouls, wurde aber am Ende noch nicht mal rausgefoult. Hamburg versucht es dann nochmal offensiv, wird hier abgeräumt und so gewinnt Oldenburg das Duell um die Vorherrschaft im Norden mit 91-80. Fechter hat natürlich noch ein Wort mitzureden, aber für Oldenburg der zweite Sieg in Serie und ein gutes Statement Richtung Playoffs. Der ehemalige Chefcoach Kaies gewinnt gegen den ehemaligen Schüler Waloschki.